Ball kommt auf den 5-Meter-Raum und Zürich führt 1:0. Torschütze Lasse Sobich, 6. Minute. Bereits der 2. Kopfballtreffer des 29-jährigen Deutschen in dieser Saison. Auch heute ist er nach einem Eckball erfolgreich. Der 18-jährige Beciro Meragic. Freistoß für Faduz, sehr nah aufs Tor gezogen. Čiček, Außennetz. Beste Torchance bislang für den Aufsteiger, für Tunahan Čiček. Dumbia holt sich den Ball gegen Prokopić und das ist jetzt eine 5-gegen-3 Situation. Für Zürich, Tosin trifft 2:0. Der FCZ profitiert von einem fatalen Ballverlust des FC Vaduz im Mittelfeld. Erleichterung bei Canepa. Corner mit Benjamin Cololi. Sobich, wieder er per Kopf, trifft diesmal nur den Pfosten. Also Lasse Sobich ist wirklich eine ganz große Waffe. Nicht aktiv eingegriffen hat. Dumbia, nächste Balleroberung von ihm. Das ist Sisse, 3:0. Die Entscheidung im Rheinparkstadion. 68. Minute. Und schon wieder Usman Dumbia mit einem gewonnenen Zweikampf. Ausgangspunkt für diesen Torerfolg für den FC Zürich. Mit Milan Gajic. Mit viel Troll kommt der Ball und er ist drin. Die Liechtensteiner verkürzen auf 1:3. Joel Schmid ist der Torschütze. Und wie immer eigentlich ist Benjamin Cololi dafür verantwortlich. Wilfried Nyonto, strammer Schuss drin! Das gibt's nicht! Der 16-jährige Wilfried Nyonto in seinem Debütspiel für den FC Zürich sogleich mit einem Torerfolg.